Unreal Engine. Red Barrels. Oh ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt und es handelt sich hier um Outlast 2. Ja, es ist sehr lange Zeit her, seitdem ich wieder was aufgenommen habe. Und also ich würde sagen, dann werden wir das Spiel mal beginnen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe das Game noch nie gesehen und nie gespielt. Also es ist mein erstes Mal. Ich habe es mir einfach gekauft und jetzt werden wir einfach mal sehen, wie es wird. Los geht's. So. Kein Spaziergang, ich sterbe gerne. Ich verdiene eine Strafe. Lebenssimulator. Story-Modus. Ich will nur spielen. Okay. Outlast 2 enthält schwierige Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Dieses viel Spaß, Alter. Dankeschön. Oh Gott, das wird wieder was. Lungangermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Lungangermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Ach, der gute alte Kameramensch, ey. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird... Ja, danke, dass ich lesen darf. Okay, hat gespeichert. Bitte, Blake. Wo bist du? Ich habe Angst. Okay. Okay. Ah, da ist sie ja, die Kamera. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Have a Soup Pie Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Outlast 2. Wow, was zum Fick?
Okay. Oh, die Mouse-Intensity ist ein bisschen hoch. Wo bin ich? Alter. Ja, das ist mein Schulfach. Jesus. Inri. Ey, davon läuft jemand. Und by the way, wir haben gemerkt, dass unser Charakter anscheinend reden kann. Das finde ich ziemlich interessant. Heißt, wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft reden, wahrscheinlich bei manchen Sachen. Wir werden Dialoge haben. Hoffe ich. Sind in der Schule oder was ist das hier? Ja, doch, das ist eine Schule, glaube ich. Aber wie. What the fuck? Whoa, what the fuck? Okay, das war gerade irgendwie eine Halluzination oder so. Ach du Scheiße, Alter. Okay, wir müssen die Maustaste spammen. Alles klar. Und die Kamera darf natürlich nicht fehlen. Das ist bei Outlast normal. Ach Gott, wo sind wir denn, Alter? Ich hab keine Ahnung. Fuck. Tap, um dein Ziel zu sehen. Moment, ich muss kurz was machen. Ich muss den Timer sehen. So. Tap. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Geil, wir haben echt Dialoge. Aufnahmen ansehen. Wir können uns. Oh ja. Und die Night Vision ist natürlich auch wieder dabei. Und die Animation ist auch ein bisschen cooler, glaube ich. Ja, die ist nicht schlecht. Und wir können natürlich wieder rein und raus zoomen. Wow, sogar 1080p hat diese Cam. Cool, kaufe ich mir auch. So, ja, ich glaube nicht, dass wir. Ach du Scheiße. Sollen wir hier oben lang? Nein, ich glaube nicht. Okay, wir müssen hier runter. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf unsere Battery achten. Ich sehe halt momentan gerade nicht so viel. Ich hoffe, das Spiel ist auch nicht zu laut. Drücke Space, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Okay, ah, okay, der Sprint ist auch wieder da. Finde ich gut. Okay, alles klar. Und hopp. Cool. So, hier runter. Bewege dich zu einer Kante hin. Ja, das kennen wir alles schon aus Outlast 1 und so. Drücke. Okay, Steuerung müssen wir drücken. Alles klar. Und wie immer natürlich halten wir den Camcorder auch hier, um etwas. Wichtige Ereignisse werden automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Drücke Linksklick zum Fortsetzen. Wenn das Rack-Symbol blinkt, heißt das, du zielst auf das Ereignis. Ne? Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zielen, damit den roten Kreis füllen. Ach, um den Moment vollständig aufzunehmen. Oh, shit. Jesus. Ist mehr Ereignisse. Lynn! Okay, wir können Aufnahme anzeigen. Ah. Okay, wir können uns die Sachen noch ansehen. Kuh spielen. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Okay, das sind nur so kurze Aufnahmen. Die kennen wir, glaube ich, schon. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone. Wir schauen uns das mal kurz an. Und da hat die Aufnahme schon gestoppt. Okay. Gucken wir uns das hier nochmal an. Okay. Wir haben auch. Okay. Sogar. Ja, okay. Moment. So. Das war mir eigentlich. Klar, dass wir das aufnehmen müssen. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug,
Falls nicht, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben oder ich schaue einfach selber dann mal nach. Okay, ja, Kamera geht natürlich wieder leer. Das okay, ich glaube die Kamera, ja, das müsste eigentlich auch im normalen Teil ist es ja auch so, dass sich die Dings verbraucht, nur wenn wir die Nachtsicht anhaben. Oh, fuck me! Fuck. Alter, was ist das denn? Not happened in the crash. Fuck this. Alter, okay. Das haben wir aufgenommen. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Cool. Ja. Okay, wir haben hier einen Toten gefunden. Halte alt gedrückt, um nach hinten zu schauen. Oh, gut. Oh, das war beim letzten Mal, aber glaube ich mit Q und E. Nachladen. Mit R. Hört sich an, als würde ich eine Waffe nachladen wollen, naja. Moment, ich muss mal kurz auf den Timer gucken, denn ich habe mich jetzt selber dafür entschieden, dass die Folgen ab sofort nur noch 15 Minuten gehen, da 20 Minuten ist ein bisschen lange. Also ich finde, dass das ein bisschen lang ist. Oh Gott, die Kamera gibt schon den Geist auf, aber wir können, glaube ich, nachladen. Oh, und top. So, cool. Oh, wir nehmen. Oh, thank God. I thought it was miles from anything. Ah, okay, wir haben das hier aufgenommen. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Wir hören übrigens, by the way, diese Stimme, die ist, hört sich ein bisschen an wie vom ersten Teil, kann es sein? Also, diese Stimme, damals hat er nur geschrien oder geschmerzt oder was weiß ich, hat man da gehört, aber nie die Stimme. Aber die Stimme hört sich so ähnlich an. Das ist ein bisschen krass, cool. Vielleicht ist ja derselbe. Vielleicht ist ja derselbe Synchronsprecher. Okay. Ja, und ich glaube, wir sollten nachladen. Drücke Space, während du dich über auf ein Hindernis bewegst. Ah, jetzt geht die Nachtsicht auch wieder besser. Cool. Oh, cool. Die haben wieder die gleiche Animation drin gelassen. Das finde ich geil. Ach Gott. Hallo? I'm lost. And hurt. Scheiße, ist blockiert. Okay. Können hier nicht viel ausrichten. Gehen wir mal weiter. Wow. Sind ziemlich schnell beim Laufen. Wow. Okay. Ach du Scheiße, Alter. Ich erwarte schon einen Jumpscare, Alter. Ich hab. Oh, die haben die gleichen Sounds genommen auf jeden Fall. Also ein paar Sounds von Outlast 1 sind noch drinne. Ah, mit Q und E können wir uns neigen, quasi. Ah, eine Batterie. Wo wird mir denn angezeigt, wie viel Batterien ich... Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened. Seine Leiche ist frisch. Foto wurde gemacht. Drücke Tab zum Ansehen. Okay, wir lesen das mal. Meine liebe, süße Eli oder was? Ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch... Ah, cool, wir können das näher machen. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst... Ach so, ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse. Wie auch Gott mir diese... letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer
Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den armen Papa Knuffs findest. Für immer dein Tom. Okay. Der Tom. Ja, das war der... Ach Gott, Igitt. Geh mal lieber weg, Alter. Der Gestank ist wahrscheinlich unerträglich. Inri. Steht überall Inri, Alter. Wow. Okay. Nein, wir wollen keine Gegner. Alter, als ob jetzt schon ein Gegner kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich... Wo will... Da war ein Typ. Und das sah eindeutig nach einem Gegner aus. Allein der Dialog von dem war schon so... strange. Okay, Leute, ich glaube... Ja, ich gucke mich noch hier nochmal kurz um und dann... Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Okay, hier ist... Naja, hier ist nix. Nur Gerümpel. Alter, jetzt... Als ob du da nicht drüber kannst, Mann. Was ist nur für ein Lappen? Seine Augen verschwinden einfach. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem ersten Part von Outlast 2. Ich finde das Spiel schon mal ziemlich interessant. Bis jetzt ist es noch nicht ganz, ganz so gruselig. Aber ich denke mal, das kommt noch. Und ja. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Outlast 2. Und bis dahin sage ich, ciao.